So, hier stecken wir wieder in der, glaube ich, letzten Folge von Portal, wenn mich nicht alles täuschen sollte. Werden wir hier jetzt mal gucken, was es hier zu tun gibt. Tja, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Na super. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ja, ich gehe mal kurz hier rüber. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Ja, jetzt lass mich mal in Ruhe. Was haben wir denn hier? Ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen. Also jetzt mal im Ernst. Im Ernst bist du drin? Der arme Ernst. Voll der Flachwitz. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Ah. Okay. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Nee. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, was die hier hat. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Muss halt wahrscheinlich hier rein, oder? Gehen Sie damit hin. Warte mal. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ach Mann, wieso lasse ich das denn da nicht liegen, ey? Warte. Knopf drücken. In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Ich hab's weggeschmissen. Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh. Wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Ups. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Oh. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Fünf. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Scheiße. Naja, ah, hier kommt wieder so ein kleines Kackteil. Legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Warte mal. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Ups. Glaube, ich versuche gerade mal. Was Sie gemacht haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Kopfanlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Hahaha. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Warte mal eben. Mal eben das Teil hier wegnehmen. Ich glaube, die muss ich ja... Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich muss... die jetzt... Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Die alle hier nacheinander reinschmeißen, oder? Riecht es hier angebrannt? Ja, jetzt riecht's angebrannt. Oh, Sie glauben mir zu schaden. Du kleine Scheißbirne. Mir geht's bestens. Ich ja? Hab's bisher überleben lassen. Tja, den Teil von mir haben Sie zerstört. Wo ist es? Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider... Ach man, jetzt ist der Teil da oben hin. Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für Sie geben. Eine große hier, den Party muss ich. Mit all Ihren Freunden. Den brauche ich. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Wo habe ich? Konnte er nicht kommen, weil Sie komm ihn her. Haben.
Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Boah, hör auf zu quatschen. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand... Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Schatz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin sagen, es in ja, halt's Maul jetzt. In die Augen reiben. Ernsthaft, das ist gar nicht tödlich. Für mich. Komm jetzt. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Bann! Ey! Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Kannst du die jetzt mal abschießen sie da? Sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Ups. Schieß die ab jetzt. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ha! Falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Ha. Glauben sie nicht? Hier, hören sie mal. Wie komme ich jetzt da dran? Das sind sie. So blöd klingen sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was sie je gemacht haben. Und hier auch. Ah, sie Mist. Ich muss da dran. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben sie bloß falsch gemacht? Wie kriege ich das Teil jetzt? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn sie dort wären, würden sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Haha, ich hab's. Und selbst ich weiß nicht genau, was draußen. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? Nur, 2:11. Oh, ich würde... Ich würde sagen, der ist noch richtig sauer auf mich, ne? Ist der rattig, ey. Geil. Lassen tschüss. Haben wir alle? Egal, was jetzt passiert, sie sind tot. Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, sie sind tot. Der Teil von Ihnen, der geblieben wäre, ist futsch. Ich habe sie auf dem Arm. Oh oh. Oh oh. Kann ich mich jetzt verstecken hier? Scheiße. Ich muss aber gucken, was mit der passiert. Oh. Nein, 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 nein. Hilfe. Ich. Wohin? Ups. Oh oh. Da kommt GLaDOS runtergeflogen. Ups. Wer kommt da? Thank you for assuming the putty air current submission position. La. Ey, lass mich los. Hallo. Ich fliege. Ich fliege. Oh, Mami. Wo sind wir denn jetzt? Was war das denn? Was ist das? Da ist was. Der Kuchen. Und mein Begleiter Kubus. Oh. Oh. Kann ich mich bewegen? Nee. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people.
deep black mesa. That was a joke, ha ha, that chance. Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look out there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Still alive. Mega gut. Mega gut. Das war Portal Teil 1. Und die Tastatur sieht aus wie meine. Nicht ganz, aber ich habe auch so ein paar rote Knöpfe dabei. Natürlich die hammerharte Mucke. Ich bin hier gerade vor meinem Mikrofon am Hin- und Her-Wippen. Die Musik erinnert mich immer so ein bisschen an, keine Ahnung, an Strand. Ich weiß auch nicht wieso. Der Cake sieht super lecker aus. Und natürlich das Oldschool-Telefon daneben. Sehr geil. Und wir können jetzt hier natürlich noch Bonuskarten spielen, was wir aber jetzt erstmal nicht machen. Wir werden hier jetzt einen Aufnahmestopp machen und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr zugeschaut habt bei Portal Teil 1. Und klar, wir werden auch Portal Teil 2 spielen. Ganz klar, ob das jetzt direkt hinterher folgt, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich es jetzt direkt hinterher zocke. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Entwickler haben mir schon echt gut was geleistet. Also, ich bedanke mich bei euch. Ach, guck, hier ist unser Begleiter Kubus. Ich bedanke mich bei euch und werde jetzt erstmal den Kuchen essen, vielleicht noch ein paar Freunde anrufen und ein bisschen Radio hören und mit meinem Begleiter Kubus schmusen. Also, bis dahin, macht es gut, eure Rübe. Tschüss.